Menschen im Abseits. Dietmar Wischmeier klagt an. Heute Horst Seehofer. Liebe Mitmenschen, bitte vergessen wir nie, hinter jeder politischen Intrige und jeder noch so bekloppten Scheißidee steckt immer auch ein Mensch. Und dieser Mensch heißt meistens Horst Seehofer. Der wird doch nur deshalb nicht rausgeschmissen, damit die CSU nach der vergeigten Bayernwahl einen billigen Sündenhorst hat. Nach außen ist er vielleicht immer noch ein bayerisches Mannsbild, so groß und stark wie zwei Schweinehälften. Aber wie es da drin aussieht, das weiß keiner. Seine eigene CSU hat ihn auf den Parteitag gezwungen, als greise Aufziehpuppe den Söder anzuhimmeln. Markus Söder steht für Stabilität. Lieber Markus, ich danke dir. Markus, ich danke dir. Und dir, lieber Markus, Markus Söder, er ist schlicht und einfach das Beste, was wir in Bayern haben. Ach, bitte, Kinder, lasst den senilen Opa doch mal fertig schleimen. Seehofer, der alte Keiler, weiß natürlich, dass seine Tage an der Macht gezählt sind. Doch nichts ist so gefährlich wie ein angeschossenes Wildschwein, das durchs politische Unterholz tobt. Crazy Horst rüstet zur letzten Schlacht gegen die Mutter aller Probleme. Gegen die alte Merkel-Blunzen, die deppert Horst-Wurzen, die damische. Der will die Merkel mit sich in den Orkus runterziehen als letztes großes Lebensziel, bevor er in den ewigen Modellbahnkeller einrückt. Der ist ja besessen von der Frau. Wenn wir mal in Ihrem Büro auf der berühmten weißen Couch sitzen, nicht um eine Therapie durchzuführen, sondern mal gemütlich bei einer Tasse Kaffee zu reden, dann sagt sie so unvermittelt im Gespräch: Horst, ich habe einen Platz für dich gefunden in einer sehr schönen Einrichtung. Gegen diese Kanzlerin kannst du nur verlieren. Keiner disst dich so gnadenlos. Ja, Merkel, neulich, vor Kindern. Wisst ihr, wer Horst Seehofer ist? Nein. Macht nix. Den Namen müsst ihr euch eh nicht mehr merken. So, und nächste Woche geht's bei Menschen im Abseits um den Rauschmiss von Andrea Nahles und die neue SPD-Parteivorsitzende, Thorsten Schäfer-Gümbel. Menschen im Abseits. Dietmar Wischmeier klagt an.